Straße, weil hier vermutlich wird der Fluchtwagen einbiegen in diese Straße, schnell wird ausgestiegen und dann wird ja, dieser Boot auf die Straße gelegt. Genau, jetzt wird dieser Stopstick, der gerade beschriebene, ausgelegt, der befindet sich in dieser schwarzen Hülle drin. Wir legen die Kollegen jetzt aus und wenn das Täterfahrzeug jetzt in diese Richtung flüchten wollen würde, würden die Reifen innerhalb kürzester Zeit in der Luft verlieren. Wir sehen schon, die Kollegen da eignen sich schon quasi hinter dem Fahrzeug. Und jetzt wird es wahrscheinlich nur noch wenige Augenblicke dauern, weil der Täter ist genau in diese Richtung unterwegs, versucht hier zu flüchten, kann aber hier nicht weiter, weil da geht die Polizeiwagen und die Gurte, die Straße gesperrt und sind gespannt, das Täterfahrzeug, das noch nicht hier kommt, das Fahrzeug steht. So, der Täter verlässt das Fahrzeug, versucht zu fliehen. So, die Kollegen haben den Täter jetzt gestellt, sie sprechen ihn jetzt also an das Fahrzeug heran, das heißt, er wird in eine Position gebracht, von der es möglichst wenig gefährlich ist für die Beamten selber. So, die Kollegin Rex, Diana Rex, Polizeikommissarin, geht jetzt an den Täter heran und sichert den Täter und der Kollege Björn Larz, ebenfalls Polizeikommissar, wird den Täter jetzt durchsuchen. Die Durchsuchung, das einfach deswegen, weil es sich immer... Wollen wir das einfach mal am Beispiel eines Drogenhundes festmachen? Okay. Also ein sehr schöner, gut aussehender Hund,
Wonach sucht er jetzt? Also kann der Drogen sozusagen riechen? Manche sagen ja, Rauschgift-Spürhunde werden selber abhängig gemacht, weil sie dann ihre Drogen brauchen. Das ist nicht so, ne? Nein, das ist natürlich nicht der Fall, aber er ist natürlich darauf konditioniert, Drogen und Betäubungsmittel zu finden. Und für den Hund ist das natürlich ein Spiel, das ist ganz klar. Ne? Er möchte nämlich spielen und möchte den Erfolg natürlich auch haben. Wie zeigt er an, wie merkt deine Hundeführerin, okay, da ist jetzt Rauschgift im Auto, da hat der Hund was gefunden? Ja, er setzt sich dann eigentlich vor der Stelle ab und wenn es ganz gut läuft, dann verbellt er auch. So, Leona Berlin hat noch mit dem Hund zu tun. Das Brinsel quasi, das kennen viele auch, die Hund zu Hause haben, ne? So ein Stückchen, mit dem man spielt, das der Hund wiederbringt. Und genau, genau. Das ist natürlich auch so. Okay, aber wir haben jetzt ist auch mal, ja, hat Kira angezeigt, dass wir es gefunden und der Ermittler geht nochmal rein und hat das Drogenpäckchen gefunden. Man kann auch laut klatschen, Rudi, mal. Ja? Erfolgreiche Arbeit. Das sind ja alles keine Schauspieler hier, auch der Hund nicht, der hat hier also richtig hart gearbeitet eben. Haben das Hauptverfahren und dann wird er verurteilt. Genau so ist der Weg. Okay. Dann danke ich ganz doll, Herr Lund, für Erklärung. Herr Frick auch. Es ist frisch gewaschen, die Straße ist sauber, es regnet nicht. Wie oft kommen Situationen, wo Sie das in die Nase zuhalten müssen oder wo es nicht ganz so appetitlich ist? Ja, eine Vielzahl von Tatorten sind nicht appetitlich. Das ist in vielen Milieustraftaten so, wo man da ja, sich anschließend am liebsten gleich unter die Dusche stellen möchte. Auch draußen Außentatorte sind nicht immer schön. Heute haben wir Glück mit dem Wetter. Aber wenn solch ein Tatort ist, dann müssen wir natürlich jetzt nur das Notwendigste im Auto machen, das Auto sicherstellen in einer Firma und danach die Spurensicherung weiter fortführen. Wir sind gerade die Kollegen. Wenn ja nicht durch die Atemluft selbst DNA-fähiges Material überträgt und somit eine Mischspur erzeugt. Mischspur haben wir sowieso schon, weil wir haben ja gesehen, der Pferdhund war da, die Wachenwechseldienst waren am Auto dran. Das heißt also, es ist danach, wenn die Spuren gesichert werden, da es auch im Weg hat, relevante Spuren zu haben, müssen wir das natürlich alles auseinanderklamüsern. Das heißt, wir müssen von einem Vergleichsmaterial nehmen und dann sehen, was übrig bleibt und hoffen, die Spur von Peter da ist dabei. Wo ist im Auto so ein Punkt, wo man am meisten, am ehesten die besten Spuren findet? Ja, im Auto, ja, überall, wo glatte Flächen sind. Das wäre der Innenspiegel, das ist der Schaltknauf und innen drinnen die Türgriffe. Das sind so die Bereiche, wo man Daktilspuren sichert. Gut geeignet für DNA-Spuren ist natürlich das Lenkrad. Da hält man fest, da reibt man lange, längere Zeit dran rum. Es ist aber auch so, dass an der Freiheit beraubt werden. Und man muss sich dann ja hinter Schloss und Riegel. Und in weiterer Folge entscheidet sich. Da stehen wir zum Glück nicht drin, wie auch immer die das angestellt haben, wie die Feuerwehr, wie die Polizei war. Da bist du regelmäßig, da bist du einfach nur auf der Baustelle wirklich. Die haben uns noch entdeckt. Vielleicht waren die sich halt eine Stunde. Ganz selten, ja. Das ist ein paar Lebensmittel mit Abstimmung mit den Grundstückseigen. So. Das war noch der Direktor oder seine Meldung. Schön dann. Vieles reinsackert, dass da diese CE-Kennzeichnung drauf ist und diese Nummer vom Bundesamt für Material und der Bank.
Okay, yeah.